So, heute ein Video zum Wechseln der Heckklappendämpfer bei einem VW T4. Was eigentlich nicht kompliziert ist. Man sieht, dass es hier Klammern gibt. Die sind hier. Die müssen als allererstes entfernt werden. Diese Klammer findet man auch an der anderen Seite, an der Heckklappe direkt. Auch die muss man entfernen. Das gleiche muss man auch bei den neuen Dämpfern machen, bevor man sie einsetzt. Also auch die Klammer entfernen. Sieht dann aus, wenn die Klammer raus ist. Einfach mit dem Schraubenzieher raushebeln. Wenn der neue Heckklappendämpfer dann auf die Punkte wieder aufgesetzt ist, muss man an dieser Stelle nur die Klammer wieder über die Muffe schieben, damit er auf dem Nuppel, der das Ganze hält, festsitzt. Wenn der Heckklappendämpfer ab ist, sehen die Halterungen am Fahrzeug so aus. Da werden die Dämpfer draufgesteckt und damit ist die Sache schon erledigt.